Er war in der DDR ein Star. Die blau-weiße Pudelmütze sein Markenzeichen. Hans-Georg Aschenbach in den 70er Jahren der König der Lüfte. Weltmeister, Olympiasieger, Gewinner der Vierschanzentournee. Vorzeigerathlet, Genosse und Armeeoffizier. Damals war ich voll in der Überzeugung, das, was ich tue, tue ich richtig. Natürlich auch für mich, für meine Familie. Aber letztendlich politisch untermalt war das Ganze meine Überzeugung. Hans-Georg Aschenbach, herzlichen Glückwunsch. Was wird Brotterode sagen? Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich glaube doch, dass dort ein Riesenjubel ist und dass sich alle sehr freuen. Den Aschenbach gibt es nicht mehr von damals. Den gibt es nicht mehr, der hat sich schwer verändert. Der neue Aschenbach gestern Abend in Suhl, zum ersten Mal seit 23 Jahren. Hier hat er einst als Sportsoldat seine Erfolge gefeiert, war 1988 in den Westen geflüchtet und kehrte nun zurück als Besucher der Suhler Geschichtsmesse. Das Thema: Grenzen überwinden, Sport im Kalten Krieg. Wir wussten, wir kommen nie wieder zurück. Wir sehen nie wieder unsere Kinder, unsere Familie, unsere Eltern. Und das kann uns eigentlich auch niemand verzeihen. Aber es ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Eine außergewöhnliche Geschichte verbindet diese beiden Männer. Der Ostdeutsche Wolfgang Thüne war geflüchtet, mit Hilfe seines westdeutschen Konkurrenten Eberhard Ginge. Die DDR Anfang der 70er Jahre. Das kleine Land hat einen großen Plan. Bei Olympia 72 in München den Klassenfeind auf eigenem Boden schlagen. Für den Turner Wolfgang Thüne hieß der Auftrag, mit der Mannschaft Bronze holen. Gewarnt wurde er vor einem Westdeutschen namens Ginge. Da wurde uns auch gesagt, er ist ein relativ junger Turner, der wohl jetzt momentan der Führende ist. Ginge, Reck sehr gut, Mehrkampf noch nicht in allen Sachen gut, Ringe ein bisschen wenig Kraft und so. Wir wussten voneinander, wir respektierten einander, gehe ich mal von aus auch, was die Leistungsfähigkeit anbetraf. Aber ansonsten war das relativ unpersönlich. Es war ja, so wie ich weiß, auch nicht sehr befördert worden von der DDR-Sportleitung, dass man mit dem Klassenfeind ins Gespräch kommt. Tune, Germanische Demokratische Republik. WM 1974 in Bulgarien. Wolfgang Thüne wird am REC Vize-Weltmeister. Der größte Erfolg seiner Karriere. Doch die DDR-Sportführung ist mit dem Armeesportler äußerst unzufrieden, weil der westdeutsche Ginge den Titel holt, auf dem Podest ganz oben steht. Die Forderung an den Vize-Weltmeister: noch mehr trainieren, noch mehr Risiko. Für den jungen Familienvater der Bruch mit dem System. Ein Jahr später gelingt Wolfgang Thüne bei der Europameisterschaft in Bern seine abenteuerliche Flucht. Deren Umstände beschrieb er gestern Abend in Suhl, dazu Gingers Rolle als Fluchthelfer. Beide erinnerten sich an diese Fahrt im Auto des Westdeutschen über die Grenze von der Schweiz in die Bundesrepublik. Ja, Angst. Ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, wie das an der Grenze funktionieren sollte, weil ich bin noch nie von Ost nach West über so eine Grenze gegangen. Man kann sagen, er hat gefragt, ob die denn da nicht schießen. Naja, ich hatte mir so vorgestellt, Grenze mit Soldaten, deswegen war ich so echt erstaunt, dass das so locker flockig da über die Bühne ging. Wolfgang Thüne wird für 3 Jahre international gesperrt und in der DDR als fahnenflüchtiger Leutnant der Volksarmee in Abwesenheit zu 12 Jahren Haft verurteilt. Sein größter Erfolg als Turner im Westen: der deutsche Mehrkampftitel 77, übrigens vor Ginge. Die späte Erfüllung des Klassenauftrags. Über die Umstände der Flucht verloren die beiden kein Wort. Wenn er als Fluchthelfer aufgeflogen wäre, wäre er im gesamten Osten nicht mehr tragbar gewesen. Im Gegenteil, er wäre sogar Gefahr gelaufen, wenn er einen Wettkampf im Osten gemacht hätte, dass sie ihn da als Fluchthelfer kassiert hätten. Ne? Die Olympischen Spiele waren 1980 bereits nach Moskau vergeben. Also so gesehen konnte ich die Fälle geradezu wegschwimmen sehen. Du bist eigentlich nie, auch in meinen Akten, nie in Verbindung gebracht worden. Stasi-Akten habe ich dann nachgesehen, nie in Verbindung mit meiner Flucht. Und für mich war es auch ein klein wenig enttäuschend. Ich dachte, das sei ein bisschen mehr herausgefunden worden. Ich habe mich auch mal für meine Stasi-Akten interessiert, aber das war nur ein DIN A4-Blatt, wo drauf stand: Eberhard Ginger, westdeutscher Turner, aus. Im DDR-Sport ging bis zur Wende alles seinen sozialistischen Gang. Ein nahezu einzigartiges System von Sichtung und Förderung.
aber auch Reglementierung, Überwachung und anderen Auswüchsen wie Doping. Für Hans-Georg Aschenbach war das Maß irgendwann voll. Seine Flucht die Konsequenz. Wir begrüßen unsere Gäste mit einem dreifachen Sport! Nein! Sport! Nein! Sport! Nein! Irgendwann in meiner militärischen Laufbahn kam ich in Positionen, wo ich bewusst und durch Staatsauftrag medizinische Eingriffe an jungen Menschen hätte machen müssen. Und in dieser Phase kam eigentlich mein moralischer Umschwung, wo ich mich irgendwann mal wirklich hinterfragt habe, weil ich selbst in die Verantwortlichkeit kam: Willst du dich verantwortlich machen? Willst du mit diesem System diese Verantwortlichkeit tragen? Oder willst du jetzt mal als Arzt eigentlich zu dem Eid endlich stehen, der für dich wichtig ist? Das Thema Flucht von DDR-Sportlern ist in der Erforschung längst noch nicht abgeschlossen. Die Diskussionen darüber zeigen, wie wichtig es ist.